Das behalten wir mal. Am besten um den Hals. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Aber ja, wenn ich jetzt gleich vorhabe, immerhin auszutauschen. Auch wenn Imoin gerade ein Level abgekriegt hat. Was ist es diesmal? Was wollt ihr? Oh. Warum ist sie überladen wegen dem kleinen Ding da? Ja? Nee, nicht in leise Bewegung. Oder? Nee, noch mehr Schlösser öffnen. Auch wenn es nicht wirklich wichtig mehr ist. Wie kann ich Helge brauchen? Nur zu fragen. Ja, wir sind an der Schwertküste. Und ich glaube, ich bin zu weit nach im Norden für den Leuchtturm. Ja, aber wenn wir schon hier oben sind, ist hier ein... Nee, ist kein Lagerfeuer. Ist hier einfach nur die Klippe. So, eine Heilung. Abzüge macht das denen noch keine, nein. Okay. Das heißt, wir folgen jetzt eigentlich dem Weg. Aber wir decken erst noch hier oben auf, was hier ist. Oh, hier ist noch ein Bogenschütze. Oder vielleicht Frosting tot! Ich kümmere es nicht. Das sind eigentlich Kurzbögen? Ja, das sind Kurzbögen. Kein Bock zu erheben. Oh, noch ein Zirkon und ein Kurzbogen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weil wenn ich meinen Immo-Ersatz jetzt gleich in die Gruppe nehme, hat sie, glaube ich, keinen Bogen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Grund, aus dem alle anderen kommen. Und ich gebe euch dieselbe Antwort wie ihn. Ich weiß nicht, weil die eigentlich knapp bald zu Ende ist. Und ich habe keine Ahnung, wem dem Räuber unterstehen. Und ich bin auch nicht daran interessiert, euch zu den Spieltischen von Baldur's Tor zu begleiten. Wer bist du überhaupt? Verzeiht mir, aber wer... Mir, aber wenn ihr euch mit den Ereignissen des Tages nicht abgebt, welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Wofür sind eure Betrachtungen gut, wenn sie praktisch keinen Nutzen haben? Vielleicht sind eure Vorhersagen nicht so genau, wie ihr die Leute glauben macht. Ich möchte euch nicht weiter stören, ich mache mich auf den Weg. Fragen wir mal. Warum? Die Schwertküste ist keineswegs der Mittelpunkt des Universums. In den Reichen spielen sich Leben und Dramen ab. Gar nicht weit von hier gibt es Länder, in denen die Leute nichts von unseren Problemchen wissen und auch nichts wissen wollen. Ich habe keine Zeit für die Probleme weit entfernter Lande. Ich kann mich ohnehin kaum noch mit all den Sorgen hier im Land befassen. Und was ist mit diesen Landen? Welche Intrigen lauern jenseits unserer Grenzen?
Also direkt hinter dem Südgebirge brauen sich gerade Probleme zusammen, gegen die unsere Sorgen vergleichsweise gering erscheinen. Hoch im Norden liegt eine Stadt, in der niemals Winter herrscht. Eine Stadt, von der viele Jahre lang niemand etwas gehört oder gesehen hat, in der aber schon bald viele Bürger zurückkehren werden. Beides wird geschehen und zwar ungeachtet unserer Probleme. Wir haben vielleicht große Sorgen, aber das dicke Ende kommt noch. Lass mich allein, ich muss über vieles nachdenken. Ja, sie hat über Am und Nie Winter geredet. Also Never Winter. Ach du meine Güte. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ihr habt geläutet? Also bei den vielen. Baller sie mal mit magischen Geschossen um. Worum geht es diesmal? Oh, hier eine Sirene. Ja, viele Sirenen. Wie ihr wünscht. Automatische Pause, Feind gesichtet, okay. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verstutzen. Worum, wie ihr wollt. Das ist natürlich nicht gut, wenn die sich jetzt gegenseitig alle umbringen. Wenn sie mich umbringen, ist das natürlich auch nicht gut. Laden. Boll. Wie ihr wünscht. Das ja auf die Sirenen habe ich komplett vergessen, dass die sich hier rumtreiben. Das finde ich doof. Aber sowas von. Kleine Pause geht in Ordnung. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ja, wir wissen, dass ihr da erschöpft seid. Ich muss mich ausruhen. Also ich glaube, Kegane ist der Einzige mit seiner hohen Konstitution, der nicht so schnell müde werden könnte. Ja, immerhin habe ich bereits... Ah, da ist sie ja. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ich suche nach starken Männern wie euch. Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Nö, wir fallen nicht auf diesen Blödsinn mit der Dame in Not hinein. Wenn ihr uns euren Namen und euer Problem sagt, können wir euch vielleicht helfen. Nun, werte Abenteurer, können mich Safana nennen. Verzeiht mir, wenn in meiner Stimme ein wenig Furcht anklingt. Denn dort, wo ich herkomme im Süden, werden die Männer bei weitem nicht so groß wie ihr. Wie dem auch sei, ich kann euch zu großen Reichtümern verhelfen, vorausgesetzt, ihr seid an derlei interessiert. Ich besitze eine Landkarte, auf der die Stelle eingezeichnet ist, an der sich ein Piratenschatz aus alten Zeiten befindet. Nach dem, was auf der Karte steht, handelt es sich um den Schatz des sagenumwobenen schwarzen Alaric, dessen dieser sich entledigte, ehe er von der amnischen Flotte gefangen genommen wurde. Seid ihr interessiert, mehr zu erfahren? Wir sind immer an Geld interessiert.
Der Grund, warum ich Hilfe benötige, ist der. Die Höhle, in die ich hinabzusteigen gedenke, werden von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was für ein Wesen das ist. Wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Ich würde mich eventuell auch auf andere Weise erkenntlich zeigen. Wir sind einverstanden. Oh, tausend Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Kräftige Helden wie ihr überwinden jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt. Lasst uns loslegen. Losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste, direkt südlich von Kerzenburg. So, bye bye, Imoen. Einfach so, aber wir sind doch Freunde und so. Wir sind doch schon seit langem Freunde. Na dann, dann warte ich mal, bis ihr mich wieder braucht. Das wirst du nämlich. Jawohl, wart's nur ab. So, wir haben Safana. Die kriegt jetzt ein paar Stufenaufstiege. So, Schlösser öffnen. Machen wir mal auf 60. Schatten verstecken. Und Illusion entdecken können sie auch mal haben. Und das war's schon. Ja, sie braucht noch 1000 Erfahrungspunkte. Sie kann Krummsäbel und Wurfpfeile. Was hat sie denn dabei? Ein Krummsäbel. Also, auch wenn sie nicht gut damit ist im Augenblick. Und sie verdammt wenig Lebenspunkte hat. Na, dafür hat sie ein bisschen Stärke. Was ihr wieder zugute kommt. Ich hatte einen Kurzbogen mitgenommen, habe ich gedacht. Aber ich glaube, den habe ich wohl auf dem Rückweg eingesackt gehabt. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ein Walk. Eine Gruppe Walks. Senk now Nafa. Schau, beschützt mich von der Wache der Spinnenkönigin. Okay, wir haben keine Heilung mehr für sie. Das war Mitsuhona mal wieder. Vikonia. Wie ihr wünscht. Ich weiß nicht, soll ich mich Moment behalten? Ich weiß es ehrlich nicht. Safana hat nämlich keine guten Stats, muss ich zugeben. Imoen hat wenigstens gute Stats. Und da wir Imoen im zweiten Teil eh wieder an der Backe haben werden. Überlege ich mir das echt, ob ich jetzt hier abziehe und einfach in die Minen gehe. Das wird das Beste sein, was ich machen kann. Weil Safana hat auch keine Konstitution. Immerhin schon, die hat gute Konstitution. Nee, ich beiß jetzt in den sauren Apfel. Ich brauch bloß einen Bogen.
dass wir nämlich so schnell wie möglich von hier verschwinden können, sobald wir Safana haben.